Immer mal wieder werde ich gefragt, welche Cocktailbücher denn zu empfehlen seien. Und auch wenn ich der Meinung bin, dass praktische Erfahrung durch nichts zu ersetzen ist, so hilft ein wenig Theorie und vor allem eine gute Rezeptsammlung doch beim Verständnis von Cocktails, ihrer Historie und beim Vermeiden des ein oder anderen Fehlers in der Zubereitung. In einer neuen Folge unserer Bar Basics stelle ich euch deshalb heute eine Auswahl aus meiner Büchersammlung vor. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und heute habe ich für euch eine Auswahl an Cocktailbüchern aus verschiedenen Kategorien, die bei mir besonderen Eindruck hinterlassen haben und die ich immer wieder gerne zur Hand nehme, um nach Rezepten zu suchen, aber auch um die Geschichte von Cocktails besser zu verstehen und gewisse Techniken nachzuschlagen. Die getroffene Auswahl habe ich in die Kategorien historische Rezeptsammlungen, moderne Rezeptsammlungen, Tiki sowie in die abschließende Kategorie Historie, Theorie und Konzepte eingeteilt. Man muss sagen, dass das nicht bei allen Büchern absolut trennscharf ist und manche Bücher durchaus Informationen aus mehreren Kategorien enthalten. Beginnen wir also mit den Rezeptsammlungen von früher. Unser erstes Buch ist ja das Cocktailbuch überhaupt. Jerry Thomas Bartender's Guide von 1862. Das Buch gilt als die erste echte Cocktailrezeptsammlung und ist allein schon dann extrem spannend, wenn man einen Eindruck von ursprünglichen Rezepten für Cocktails, aber auch für Liköre und Sirups gewinnen will. Allerdings werden in den Rezepten meist Maßangaben verwendet, die heute nicht mehr gebräuchlich sind, wie beispielsweise ein Pony oder ein Gill oder ein Weinglas. Klar benutzen wir heute noch Weingläser, aber wie viel CL oder Unzen das jetzt sind, geht aus dem Buch nicht direkt hervor. Man braucht also immer eine Umrechnungstabelle, was ein bisschen umständlich ist. Benutze ich jetzt das Buch, um daraus Rezepte nachzumischen? Zugegebenermaßen eher selten, aber es ist immer ein spannender Vergleich und es macht mir einfach sehr viel Spaß, darin zu stöbern. Als nächstes haben wir hier das Savoy Cocktail Book von 1930 von der Barlegende Harry Craddock. Ist ebenfalls eine Sammlung klassischer Rezepte. Was mir daran besonders gut gefällt, sind die Mengenangaben in den Rezepten. Das Buch arbeitet nämlich nicht mit konkreten Mengenangaben, sondern einfach mit Verhältnissen, also Anteilen. So spielt es keine Rolle, ob man in Unzen, CL, Ponys oder Schnapsgläsern abmisst. Man muss sich nur an die richtige Gewichtung halten. Und das hilft meiner Meinung nach auch dabei, die Konzepte und die Balance hinter Cocktails besser zu verstehen. Ich selbst blättere unheimlich gerne in alten Cocktailbüchern, vergleiche Rezepte und betrachte die Entwicklung, die Rezepturen über die Zeit genommen haben. Euch kann ich dafür die Online-Bibliothek eines französischen Wein- und Spirituosenmuseums empfehlen, wo man kostenlos alte Cocktailbücher aus dem 19. und frühen 20. Jahrhundert einsehen kann. Ihr findet dort die eben genannten Bücher, aber auch weitere Werke wie zum Beispiel David Embury's Fine Art of Mixing Drinks oder Hugo Enslins Recipes for Mixed Drinks. Aus diesem Buch stammt übrigens der Aviation Cocktail, zudem habe ich vor einiger Zeit schon mal ein Tutorial gemacht. Link zum Drink gibt es jetzt hier oben und den Link zur Online-Bibliothek findet ihr im Beschreibungstext dieses Videos. Ja, moderne Bücher findet man dort leider nicht, die muss man sich also immer noch kaufen. Und da kann ich euch besonders Folgende empfehlen. Das PDT Cocktailbook von Jimian aus dem Jahr 2011. Wenn ihr diesen Kanal schon länger verfolgt, dann wisst ihr von meiner Vorliebe für Jimian bzw. PDT Cocktails. Die Videos zum New York und Harvest Moon, beide aus diesem Buch, verlinke ich euch jetzt nacheinander hier oben. In diesem Buch findet man viele klassische Rezepte und PDT-Eigenkreationen, zudem Informationen zur PDT-Bar selbst, zu Aufbau und Konzept der Bar. Auch zu Zutaten und Equipment gibt es Kapitel, aber die Rezeptsammlung steht hier ganz klar im Vordergrund. Ja, und als nächstes haben wir dann hier Regarding Cocktails von Sascha Petrusky aus dem Jahr 2016. Veröffentlicht nach seinem Tod ist das Buch das schriftliche Vermächtnis des Mannes,
der mit seiner New Yorker Milk & Honey Bar maßgeblichen Anteil an der Cocktail-Renaissance und dem modernen Verständnis und Anspruch hochklassiger Bars und Barkeeper hatte. Das Buch ist nicht perfekt. Es hat einige Fehler, die im Lektorat durchgerutscht sind. Und dennoch ist es einfach das einzige Buch einer Legende mit einem ganz eigenen Charme und diesem besonderen Verständnis Petruskis für Cocktails und davon, wie man als Gastgeber und Gentleman sein sollte. Das Buch gibt zudem Tipps für die Ausstattung der eigenen Hausbar und die Planung einer privaten Cocktailparty, was ich sehr sympathisch finde. Die Drinks sind nach 6 Kernkategorien, nämlich Old Fashioned, Martini, Manhattan, Sour, Highball, Fix und einer Sammelkategorie sortiert. Die Cocktails, ihre Zutaten und der Aufbau werden nicht als Bilder, sondern grafisch dargestellt mit verschiedenen Mustern für die enthaltenen Zutaten. Insgesamt einfach ein sehr interessantes Buch, wie ich finde. Und dann haben wir hier Dale DeGroff's The Craft of the Cocktail von 2002. Warum dieses Buch? Es ist von Dale DeGroff. Und wenn Jim Meehan und Sascha Petruski Väter der Cocktail-Renaissance sind bzw. waren, dann ist Dale DeGroff wahrscheinlich zusammen mit Dick Bratzel wohl der Großvater. Sein Buch ist eine schöne Sammlung von Rezepten, hier mit wirklich schönen Bildern und Informationen zu Zutaten und Techniken. Das haben andere aber auch. Was dieses Buch besonders macht, sind Dale DeGroffs Geschichten und seine Beschreibung vom Umgang mit den Gästen. Das Buch einer weiteren Legende. Ich finde, man sollte es haben. Und damit kommen wir zu den Tiki-Büchern. Warum eine eigene Kategorie für Tiki? Das sind doch auch nur Rezepte. Tiki ist eine eigene Welt und Rezepte, Techniken und Zutaten sind so umfangreich, dass man sie kaum ausreichend in einem allgemeinen Cocktailbuch unterbringen kann. Und da ich neben den alten Klassikern ebenfalls gerne auch Tiki-Drinks mag, stelle ich euch heute eine kleine Auswahl an Büchern vor. Wir beginnen mit Smuggler's Cove aus dem Jahr 2016 von Martin und Rebecca Kate, den Betreibern der gleichnamigen und mehrfach ausgezeichneten Tiki-Bar in San Francisco. Wir haben hier ein sehr umfangreiches Buch, natürlich auch mit Rezepten, aber das ist hier nur einer von vielen Inhalten. Das Buch ist in 5 Kapitel gegliedert. Es beginnt mit der Geschichte des Tiki-Kults und der Anfangszeit und ihren prägenden Köpfen und Rivalen Trader Vic und Don the Beachcomber. Es kommt dann zur folgenden goldenen Ära in den 50er und 60er Jahren, dem späteren Niedergang und dem Revival in den 2000ern. Zu jeder dieser Phasen werden natürlich auch die zeitgenössischen Rezepte vorgestellt. Danach wird das Konzept der Bar Smuggler's Cove erklärt, bevor man sich dann intensiv der wichtigsten Tiki-Zutat, nämlich dem Rum, widmet. Kapitel 4 geht dann auf die Entwicklung von Zutaten und Techniken im Laufe der Zeit ein und Kapitel 5 rundet mit Tipps und Infos zur Fragestellung ab, wie man eine Tiki-Bar ein- und eine Tiki-Party ausrichten sollte. Tolle Bar, tolles Buch. Und damit kommen wir zu Tiki von Shannon Mustafa aus dem Jahr 2019. Es ist eine umfangreiche Rezeptsammlung klassischer und moderner Tiki-Drinks, die sich sozusagen Zeit lässt. Pro Doppelseite meist nur ein Drink mit Rezept, Geschichte und wunderschönen Bildern. Dazu immer eine konkrete Empfehlung zu den Spirituosen, also nicht beispielsweise nur Jamaica Overproof Rum, sondern wirklich eine konkrete Benennung der Produkte. Zum Ende des Buches finden sich noch ein paar Infos zu passender Musik, Werkzeug, Spirituosen und Zutaten, aber die Rezepte stehen hier ganz klar im Vordergrund. Jetzt zum Sonderfall in meiner Auswahl. Minimalist Tiki von Matt Petrick aus dem Jahr 2019. Ein Sonderfall, weil in Deutschland bisher nicht erschienen. Wenn ihr aber irgendwie die Chance habt, eins zu bekommen, greift zu. Es lohnt sich. Das Buch hat zum Ziel, Tiki-Einsteigern dabei zu helfen, die Konzepte, die Zutaten und Techniken zu verstehen und das möglichst einfach. So einfach, wie das bei Tiki eben geht. Petrick geht dabei sehr detailliert auf die Zutaten ein, besonders natürlich auf das Thema Rum. Er stellt die klassischen Rezepte, aber auch verschiedene Barkeeper unserer Zeit mit ihren modernen Tiki-Drinks vor.
Aus dem Buch ist übrigens auch der geniale Drink mit dem etwas sperrigen Namen There's Always Money in the Banana Stand. Video dazu findet ihr jetzt hier oben eingeblendet. Das Buch hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ein ganz wichtiges Buch für die Renaissance des Tiki-Kults ist dieses hier, Remixed von Jeff Beach Bamberry aus dem Jahr 2013. Eigentlich sind es sogar zwei Bücher, denn es ist die gemeinsame Neuauflage der Werke Groglock und Intoxica. Ein Buch mit dem Layout einer 90er-Jahre-Schülerzeitung, sehr voll, ein bisschen unübersichtlich, irgendwie so wie in einer Tiki-Bar. Es ist aber eine unglaublich umfangreiche Rezeptsammlung von ursprünglichen und modernen Tiki-Drinks, zudem prima Erklärungen der unterschiedlichen Rumarten. Und diese Welt ist wirklich sehr komplex. Das Buch hat wenig Schnickschnack drumherum, enthält aber beispielsweise das entschlüsselte Originalrezept des Zombies, einer der Tiki-Ikonen. Für mich ist Jeff Barry ein ganz besonderer Kontakt, denn dank seiner Mithilfe konnte ich mein Video zum Marlin Mai Tai drehen, einem Drink aus diesem Buch. Das Video findet ihr jetzt hier oben. Ja, das war's mit den Tiki-Büchern. Kommen wir zu den stärker theoretischen Werken. Die nun folgenden Bücher haben mir besonders dabei geholfen, Cocktails und deren Geschichte besser zu verstehen. Und wir beginnen mit dem wissenschaftlichsten Buch, das ich zu Cocktails kenne, Liquid Intelligence von Dave Arnold aus dem Jahr 2014. Als die Cocktailwelt sich gerade vor allem damit beschäftigte, die alten Rezepte und Techniken und hochwertige frische Zutaten zu verwenden, arbeitete Dave Arnold bereits daran, wie man klassische Cocktails mit aktuellen Techniken, Werkzeugen und Zutaten besser machen könne. Und das Ganze auf Basis eines tiefen Verständnisses davon, wie sich Zutaten mit ihren individuellen Eigenschaften zueinander verhalten. Wenn man das Buch aufschlägt und Bilder von Zentrifugen und Testanordnungen und Tabellen mit Mess- und Vergleichswerten sieht, fragt man sich kurz, ob man vielleicht versehentlich das Chemie- oder Physikbuch der 10. Klasse erwischt hat. Trotzdem ist das Buch hochinteressant und mir war es eine große Hilfe zu verstehen, was in Shaker und Rührglas passiert und wie sich beispielsweise Eis in verschiedenen Formen bzw. Größen verhält und warum man für klares Eis heißes Wasser gefrieren sollte. Wir kommen zum Cocktail-Kodex, ein Buch aus dem Jahr 2018 von den Machern der Death & Co. Bar rund um David Kaplan, welches in der Barwelt einen hohen Stellenwert genießt. Die Autoren vertreten die These, dass es nur 6 Cocktails gibt und dennoch hat das Buch über 350 Rezepte. Zu 6 Basisrezepten, den sogenannten Templates, führt das Buch jeweils die Grundrezeptur und dessen Balance, die Zutaten und dann eben diverse Variationen auf. Dazu werden die richtigen Techniken der Zubereitung, das zu verwendende Eis und die Herstellung eigener Zutaten erklärt. Zu jedem Basisrezept gibt es zudem eine grafische Übersicht, wie und wodurch die Variationen vom Template abweichen. Ein tolles Buch, das wirklich dabei hilft, die Konstruktion von Cocktails und ihrer Balance zu verstehen. Ein Buch, welches ich häufiger in meinen Videos erwähne, ist Vintage Spirits and Forgotten Cocktails von Ted Haig aus dem Jahr 2009. Eigentlich auch eine Rezeptsammlung, aber eben mit viel Historie zu den Drinks. Und wie der Titel schon sagt, liegt der Fokus auf vergessenen Cocktails bzw. ursprünglichen Versionen von Rezepten und ihren Zutaten. Für mich häufig der Ausgangspunkt in der Recherche für die Geschichte der Drinks, die ich euch in meinen Tutorials vorstelle. Und noch einmal Jim Yin und sein Bartenders Manual von 2017. Dieses Buch ist nicht zuerst Rezeptsammlung, sondern, wie der Name schon sagt, ein Handbuch für den Barkeeper. Es geht auf die Konzepte verschiedener bekannter Bars ein. Es erklärt, wie man eine Cocktailkarte aufbaut und es beschreibt Tools und Techniken, aber vor allem die Herstellung von Zutaten und dort im Speziellen die von Spirituosen. Es kommen viele Experten zu einzelnen Themen zu Wort und jeweils zu den Spirituosen gibt es dann natürlich auch noch die passenden Rezepte. Mit insgesamt ca. 100 sind das aber deutlich weniger als in klassischen Rezeptsammlungen.
Und damit kommen wir zum letzten Buch für heute, dem Allrounder, wenn man so will. Cocktailien, das Handbuch der Bar von Helmut Adam aus dem Jahr 2015. Einem original deutsches Cocktailbuch, also nicht aus dem Englischen übersetzt, vom Herausgeber des deutschen Barmagazins Mixology. Und hier ist wirklich alles drin. Auf 550 Seiten findet man natürlich auch Rezepte, über 200 sogar, aber eben auch Infos zur Historie der Bar- und Cocktailkultur, zur Ausstattung, Material und Zutaten. Es wird auf die gängigsten Cocktailkategorien und ihre Konzepte eingegangen. Es gibt tolle kleine Essays von Legenden wie Jeff Barry, Robert Hess oder Jörg Meyer, der ein schönes Essay zum Thema Eis geschrieben hat. Apropos Jörg Meyer, Jörg hat seit kurzem einen YouTube-Kanal namens Trinkabenteuer. Das soll zwar eigentlich Werbung für seinen Shop sein und er benutzt da drin natürlich auch seine Produkte, aber vor allem ist es unglaublich unterhaltsam. Jörg hat so eine begeisternde und unprätentiöse Art von Spirituosen und Cocktails zu erzählen. Das ist einen Besuch wert. Link findet ihr später im Abspann bzw. in der Beschreibung des Videos. Ja, damit sind wir durch mit meinen Empfehlungen. Braucht man die Bücher nun alle? Natürlich nicht. Für den Anfang reicht sicher eins aus jeder Kategorie. Wenn ich aber gerade für den Anfang genau ein Buch empfehlen sollte, dann wäre es wohl der Cocktailien, weil es einfach das beste Allround-Werk ist. Es gibt natürlich noch unzählige weitere interessante Bücher und es kommen auch immer neue raus. Seht diese Auswahl hier also bitte nur als meine ganz persönliche und vor allem als meine aktuelle Empfehlung. Wenn ihr euch das ein oder andere Buch aus meinen Empfehlungen zulegen oder vielleicht zu Weihnachten verschenken wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das über die Affiliate-Links im Beschreibungstext macht. Das kostet euch nicht mehr, bringt aber ein paar Cent Provision und hilft ein wenig, den Kanal zu betreiben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, unterhalten und hilft ein wenig bei der Auswahl eines oder mehrerer Bücher. Wenn ja, lasst mir doch ein Like da und wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, verpasst ihr auch in Zukunft kein Video, egal ob Cocktail-Tutorial oder Bar Basic. Im Abspann findet ihr noch unsere Playlist mit allen bisher veröffentlichten Cocktail-Tutorials und wie angesprochen den Link zu Jörgs Kanal. Für heute sage ich danke fürs Zusehen, ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Macht's gut, bis dann. Tschüss.